Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Alice19, willkommen hier zurück auf der Gemeinde Rade mit dem lieben Florian und dem lieben Sebi. Moin! Einen wunderschönen Sonntagmittag euch allen. Moinsen! So, das ist jetzt leider hier der zweite Versuch, weil man kennt's wahrscheinlich... Ja, der zweite Aufnahmestart, sagen wir so. Man kennt's wahrscheinlich, Windows macht ein Update und schmeißt deine OBS und komplett weg. Genau. Komplett über den Haufen. Deine Einstellungen, was das Mikrofon ist, was die Audio ist, komplett über den Haufen. Du registrierst es nicht schnell genug, die Aufnahme ist seit einer knappen Minute an, da guckst du dir über und denkst, ach du Scheiße, wo ist denn mein Mikrosound? Ja, nicht ganz so optimal, ne? Aber jetzt muss normalerweise alles funktionieren. Weil los, also hört der OBS uns überhaupt noch? Also mich und Sebi? Ja, also, wenn wurde deine Birke, nein, du es nicht. Oh. Jetzt gemacht. Ja. Ach nee. Also dort eben die an deine. Wie sagt man denn das? Beim Intro halt eben. Ich bin schon wieder hinten. Alter. Ich muss mich jetzt auch noch konzentrieren. So. Ja. Als geredet hast, ist die Anzeige kurz in den roten Bereich ausgeschlagen. Also man hört doch ja. Das kann ich nicht. Bei mir geht's jetzt ins Rot, wenn ihr redet. Ja, du hast den Spielstand so oder so so leise. Ah ja, genau, apropos Spielsound. Sebi nimmt jetzt übrigens mit auf, in der letzten Folge war es ja noch nicht so. Ja. Aber in der heutigen Mittagsfolge, in der letzten Folge für diese Aufnahmeseason, nimmt er mit auf. Er ist ja ganz unten oben in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr gerne bei ihm vorbeischauen und dann seht ihr auch mal die Ansicht von ihm auf der Gemeinde Rade. Und wenn jetzt die Frage aufkommt, ja, wir haben es ihm erlaubt, dass er mir aufnehmen darf. So, müssen wir jetzt alles geklärt sein. Ja. Flo komplett am Ausraschen und durchschnauchen. Flo, ich muss erst mal ein Schlückchen nehmen. Schon gleich viel besser. Ich fahr jetzt dann zum Schwaden. Okay. Fahr zuerst zu der kleinen Wiese, wo ich davor am Anfang war. Am Hof? Nee. Das sollte wahrscheinlich eine andere sein. Die in der Nähe vom Hof, nicht direkt am Hof. Okay. Hast du die überhaupt gemäht? Ja. Weil, fuck. Hallo, nicht in der Aufnahme. Hallo, also. Die Jugend heutzutage nennt null Erfahrung mit Aufnahmen hier. Ja, also. Hat halt Spaß. FSK 18 wird sich nicht geschalten und wir sind nicht so penibel im Thema Schimpfwörter, also. Ich hab da nein, das war's nicht. Oh, schön. Brauchen wir aber noch nicht. Mist! Alter! Nichts, alles gut, ich bin wieder on the road. Dann ist doch gut. Ich bin vielleicht mal Zaun geknallt. Ich glaube, ich mach doch ausholen. Oh, schön. Jetzt sind wir mal die Lichterpracht hier in vollen Zügen. Ich könnte auch mal eine Radio anmachen. Ich muss das Torschen zumachen, du. Sehen wir schon runter. Format haben. In Ansicht. Ach, so lässt sich leben, Leute. So lässt sich leben. So, und dann gucken wir mal auf die Karte, ne? Ich bin am Arbeiten in vollen Zügen. Ich seh's. Sebi ist wo? Ne, warte, ich muss ein Wortspiel verwenden. Ich bin am Arbeiten mit vollen Schwaden. Mal sehen, wie es hier. Im Betrag und der Kollege ist. Ich muss kurz überlegen. Kartoffelkollege, was gibt's denn für Probleme? Ja. Er kann nicht mit meinem LKW in den Weg schicken. Das kann unmöglich sein. Ach Gott, da steht der ganze
Auto stellen. So. Jetzt muss ich wieder meinen Fan finden. Wie sein? Da ist er. GPS. Läuft noch. Aber wir haben eh schon am Ende der Bahn. Also. Ich sag schon, wie ich spiele. So. Interessant hier. So, jetzt liegt die Sache. Ja, ein Stück hier. Ich hoffe, man muss nicht mehr zu alles hin. Ja, der kleine Randwasserblatt, der ist nicht schlimm. Hund umfahren. Jeder hier wunderbar in seine Arbeit vertieft. So muss das. Gucken wir mal, so stand unsere Tiere. Ist überhaupt unser Mais? Erste Wachstumsstufe, teilweise zweite, Anfang zweiter. Okay. Also nach dem Ansehen, Jungs, wisst ihr, ist ja noch lange nicht Feierabend. Ne? Wir müssen dann nochmal spritzen, wir müssen nochmal alle Felder düngen. Das wird noch eine lange Nacht, sage ich euch. Okay, da werde ich mich wahrscheinlich dann demnächst opfern müssen. Warum? Ja, wobei. Weil die Tür Mischfutter braucht. Haben wir Mischfutter im Lager? Nee, ne? Nee, es ist. Nee, haben wir nicht. Wenn wir, wie machen wir denn da? Haben wir Silageballen am Hof? Nee. Ballen nicht mehr, nein, wir haben gar keine Silage mehr. Doch, im Lager haben wir ein bisschen eine auf Seitenteilen, doch. Ach, stimmt, ja, ein bisschen was. Muss ich wieder nachdenken, warte mal, wie haben wir den größeren, ne? Schutterwagen. Ja. Diesen Can. Ja, ja, ich weiß schon. Nur gucken, wie wir gehen da rein in das Ding. Wenn ich jetzt schon überblättert. Wo ist denn der? Ich habe mich schon überblättert. Ja, da. 22.000 Liter, knapp 23. Das heißt. Es muss Silage rein, es muss Heu rein, es muss Stroh rein. 200 sind wir bei 8000, sind wir bei 16. Ich glaube, es waren zwei Heu, nee, doch, zwei Heu, zwei Stroh und einmal Silage. Jetzt zwei Heu, einmal Stroh und einmal. Oder zweimal dann Silage. Zweimal Heu. Aber okay. Ja, ich sehe es dann schon. So. Aber erstmal bin ich jetzt hier noch ein bisschen dabei am Ansehen. Aber ja, ich werde jetzt auch nur Feld 40 hier machen und dann mache ich was anderes, weil. Das wird schon zu langweilig, ne? Wir haben noch im Lager, jetzt muss ich gucken. Wir haben 170, okay, das. Also wir haben noch 170.000 Liter Silage im Lager, das reicht noch eine Weile. So, Feld Nummer 1 ist geschwadet. Also Wiese. Hm.
Der Bandschwader war schon eine echt gute Idee. Ja. Ist zwar schweineteuer, aber er ist gut. Ja, also kann man nicht gegen sagen, ne? Also, und ich muss sagen, einen größeren Schwader brauchen wir gar nicht, weil da kommen wir nicht klar damit auf den Feldern. Ja, und dann fahrst du halt doch 23 statt 20. Mhm. Und das mega geil ist halt einfach, du kannst halt variieren zwischen. Ja. Oh, ich brauch noch einen Crashkurs für den Bandschwader. Kurz mal Frage, wer von euch hat im LS schon jemals den Bandschwader schon mal benutzt? Ich. In, Sebi? Nee, ne? Nein, ich nehme nur Kreiselschwader. Also ich habe tatsächlich... Ich hab den schon oft genug in der Mission verwendet und auch privat auch mal, also... Wo ja. Die Mission hat. Er kostet halt doch... 110.000, glaube ich. 110 erkennen. Ja, 110. Ja. Oh, wir haben ein Stück im Haus. Ja. Ach, ich wollte den Lamborghini. Das ist eigentlich, ne. Ey, ich wollte gerade schimpfen, ne? Da ist ja noch gar nicht gewendet, also gezettet, aber ist es schon. Alles gut. War nix. Ah, da fährt ein Bayern-Playing. Ja, merke ich auch, da hinten fahrt ein Starboy. Und da? Also Sebi hat er die Schein geholt. Licht. Nee, er holt mich ein. Bin ja. Dabei. Hab ich's auch gemeint gehabt. Wenn er zu nah kommt, fahr ich noch mit dem Schwarz drüber. Ach. Spür ich hier ein bisschen was von Sicken kriegen, ne? Ey, Flo? Ja. Flash, Band. Bayern. Was? Das geht nicht! Ey! Ah ne, warte, der muss ja noch aufnehmen. Ja. Ha! Scheiß die Wand. Shit. Haha. Ach ne, wir haben ja noch Bayern Gamer. Bayern Playing. Haha! Also Flo, dich braucht man nicht mehr. Tschüss. Wer setzt dann für euch an? Den lassen wir nicht noch machen, dann war es das. Dann wird immer der Lohnunternehmer F11 kommen. Wer kennt ihn nicht? Der zeigt dann. Bitte nicht auch so Unternehmen F11. Nee, du. Ich bin gerade unterwegs zur Kuhwiese. Ja, okay. Ich bin immer noch tatenkräftig am Schwaden. Spadinski. Kommst du nicht so schnell zur Kuhwiese? Ich bin schon außen rum. Also ich habe so das Gefühl, obwohl Sebi du mehr Arbeitsbretter schiebst, der hat arbeitet er schneller als du. Ja. Nein, du bist nicht baum. Ich muss da eh vor ihm arbeiten, deswegen bin ich auch schneller wie er. Er schlägt mich an. Nichts ist passiert, Leute. So wunderbar. Leute, ich bin durch mit Ansehen. Doch geil. Oh, herrlich. So, machen wir mal. Fahrpilot, dann nehmen wir euch mal, dann kommen wir aber auf die Straße. Warte. Oh. Wurde abgestanden. Hoppala, hoppala, hoppala. So. Ich kümmere mich da mal ein bisschen um unsere Kühe, ne? Schon rein, bevor die Autos kommen.
Wo stell ich das Gespann jetzt hin? Wo ist er? Ach, die Stelle ist weg. Ich stehe jetzt einfach mal ganz dreisch kurz hier hin. Oder anders kein Platz ist. So. Hallo. So. Passt. So, ganz gemütlich. Ha, herrlich! Hilfe! Oh, war der Kollege jetzt voll? Ja, doch, von der Bauch, dann besser gleich mal einen Schub schieben. Wollen wir nicht mal auf der Kuhwiese noch ein paar Kühen aufstellen? Ach, da ist er. Hatten wir schon mal angesprochen. Ja. Und umsetzen? Flo? Oder ob wir es überhaupt umsetzen wollen? Mach mal eine Umfrage rein. Geht nicht mehr. Warum nicht? Hat YouTube rausgeschmissen, weil es zu wenig verwendet haben. Schon wow. Voll. Ja, ich weiß, es ist scheiße. Ich wollte schon mal. Das ist glaube ich schon knapp 2 oder 3 Monate her. Ja, die Abonnentenzahlen haben sich gestiegen, also. Naja, aber die Umfrage ist halt ein bisschen problematisch. Ja, die Umfrage. Aber das geht trotzdem nicht, oder wie? Nee, die haben das komplett rausgelöscht. Oh, das kann keiner mehr verwenden, weil es damals zu wenig Leute verwendet haben sollen. Und deswegen allgemein, oder wie? Allgemein ist da keiner mehr die Verfügung, es gibt gar nicht mehr die Umfrage, dass man eine Umfrage einblenden kann, es geht gar nicht mehr. Was? Ja, das haben die komplett rausgelöscht. Ich wollte auch. Ist ja mal mega scheiße. Ist so. Ja, pack halt eine Umfrage in deine Videobeschreibung rein. Nein. Das ist. In die Videobeschreibung ist aber auch nicht rein. Wirklich gut. Komm ich da durch? Ich riskier's. Oh, ganz gut. Ich schleif so ein bisschen. Aber ich bin durch. So, das Teil kommt mir doch irgendwie auf. Genau. Drin hier vorne läuft ganz gut. Ah, jetzt hast du wieder diesen Berg anstrengen. Ja, wir haben die Dingerproduktion mit drauf. Stimmt, wer verzieht das? Sollen wir die mit. Also. Wir müssen ja gucken, haben wir irgendwo Platz für das Ding? Egal. Ey, wir haben hier immer so gemeckert mit Feld 1, dass dir immer so lang so komisches Zeug drauf ist, gell? Mhm. Das kostet voll wenig. Okay. Wenn wir es kaufen, das kostet 166. Nee, jetzt nicht, weil wir brauchen noch Kohle für die Hexensaison. So. Wir müssen ja noch Hänger mieten und so weiter. Für den Auflieger von mir. Wir mieten, aber der ist zu teuer. Wie viel kostet der überhaupt? Ja, ich glaube, das ist der. Der kostet dazu. Genau, den haben wir noch gar nicht gezeigt. Und zwar, der gute Sebi hat uns einen privaten. Der kostet 30.000. Er ist nicht teuer. Als ob 30.000. Oh. Ich hab nichts umgeschrieben. Wie viel würden der Original kosten? 31.000. Ja, da schrauben wir auf jeden Fall den Preis ein bisschen hoch, da ziehen wir uns dann noch was ab, wenn man. Aber wir mieten den sowieso nur. Das ist ja das Teil, ne? Ja. Aber ich miete ihn. In meiner Ausführung. Ich habe eine bestimmte Ausführung, die ich haben möchte, die wo gut an meinen MAN passt. Man könnte sich ehrlich angewöhnen daran, wenn man die Hauptfarbe schwarz nimmt und die Felgenfarbe im Lampen. Oh. Ja, Lampen.
Lemken? Ja, Lemken blau, weil das dann zum Logo passt. Echt? Nein. Auch gut aussieht. Ich will mit blauen Felgen rumfahren. Natürlich, du kriegst blaue Felgen. Jo. Na gut, aber mach einen schwarzen Auflieger. Nein, war Spaß, du kannst dir auch so was will. Ich will einen schwarzen Auflieger und von mir aus sind halt die Lemken Felgen. Ach ja, hast du jetzt eigentlich dieses Frontlifter-Ding schon gekauft? Also, nein, das kaufen wir jetzt gleich. Oh, wenn ich Felgen mit Wänden, dann kaufe ich mir das. Bei unter die Werte. Kacke, ja. Ich glaube, ich habe dich aktiviert. Egal. Müssen wir bei, für die nächste Aufnahme aktivieren. Okay. Ja. Maximum. Ach, ich sag. Nee, er hat's wirklich nicht aufgenommen. Ich sag wieder ein Teil da. Oh, egal. Vorne ran. Spüren wir normalerweise nicht. Wir pressen wieder, oder? Ja, wahrscheinlich ja. Schon. Müssen wir fast. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich sogar noch einen Teil von dem Heu bei uns daheim hinpacken, weil wir haben nicht mehr allzu viel. Die würde ich nicht machen, weil der Gras wächst ja schnell nach. Also. Stimmt eigentlich, ja. Ja, und so gierig sind es Q-Räder, die brauche ich tatsächlich sonst nicht. Also für das Geld, was wir für Heu bekommen. Wenn es mal richtig, richtig knapp werden sollte, können wir uns immer eins kaufen. Wir haben eh noch 30.000 im Lager. Achso, ja, guck mal. Ja. Würde jetzt kommen, ich hätte keine Schwierigkeiten mehr. Bin noch bei der anderen Wiese, weil ich kurz was erledigen muss. Dreimal wurde ich gestoppt. Jemand schreibt, Headset anstecken, weil Strom, weil es merkt, ich bin leer. Ich hab Hunger. Warte mal, bis es sagt, ich hab Hunger. Ja, das fehlt noch. Ja. Wie viel haben wir da eigentlich noch drin? Wie viel haben wir noch? 46.000. Ja, okay. Aber es reicht schon mit. Aber Philipp ist klar, ob ich. Es reicht schon mit viel, der fast immer sagt, ich hab Hunger. Nicht, ob das so original ist, aber ich habe es in der Mitte, ich habe es außenrum einmal gespart und dann eine große Schwarte in die Mitte gelegt. Ja, bei 34. Schwarte, ja, nein, aber die ist ein bisschen groß. Ah, die packt ja schon. Beim Anfang und Ende. Welcher Helfer war das? Kartoffel. Wir haben ja einen Helfer beschäftigt. Ja, hat er gesagt, er ist fertig, da steht aber schon ein bisschen was. Ich glaube, der ist. Ach, ich weiß warum. Der war vielleicht zu lange voll. Nee, den habe ich gerade vorhin erst abgetankt. Der hat schon gut was weg an der Hälfte oder so. Okay.
fahren. Oh, das ist... Das ist jetzt blöd. Okay, ja, okay. Geht eigentlich. Ja, das heißt, wir schalten das aus. Wir nehmen mal zwei Häuser. Ich sollte vielleicht auch anschalten. Dann nehmen wir uns freien Strom. Oh. Ja, ich glaube, das Segeln ist gut funktioniert. Sind drinnen. Das heißt, wir haben noch einen Strom. Aber bestimmt kommt drin. Okay, wir haben noch einen Heuraum. Oh, Flo. Ja. Schau mal auf die Zeit. Vielleicht mal. Ja, ich weiß schon, es passt schon. Ich möchte nur kurz eine Mische fertig machen, dass die Leute sehen, dass ich sind. Das kann noch dauern, Leute. Nee, ich hole gerade die letzte Schaufel-Silage, dann ist die erste Mische fertig. Okay. Alter, wir leeren unser Regal jetzt. Ja. Da war doch mal definitiv mehr drin. Ja. Seh ein Teleskoplader mit dem Flo. Ja. Das liegt daran, dass ich gerade am Arbeiten bin. Ich bin auch am Arbeiten. Muss schnell die Kuhwiese noch schnell wenden. Also ey, nee. Ich hab mit Geld richtig fast geschwadet, ne? Also. An der Kuhwiese war ich gerade. Nein, an der Wiese hinterm Hof. Wunderbar, jetzt haben wir immer eine Silage. So. Ja, da drin ist er. So, dann haben wir nochmal Silage rein. Jetzt müsste man noch was alles reingehen in die Küche. Ja. Was sieht denn da aus? Wollen wir noch mehr rein? Auf.
Ja, der hat gut was weggefahren. Ja. Nur den Sonne, der hat nicht schlecht gearbeitet. Nein, nee, gar nicht. Genau, auf dem Bein. Mich hat so. Jo Leute, ich hab's geschafft. Ja, aber ich habe es geschafft, die Mische zu machen, und damit ist die Folge auch schon zu Ende. Wir dürfen uns fürs Zuschauen bedanken. Jetzt kommt natürlich der gut bekannte Spruch. Däumchen wären Träumchen und kostet euch noch keinen Cent. Unten den roten Knopf draufwerfen, falls noch nicht getan. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst, und das war von mir. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen Sonntag. Schaut bei Sebi vorbei. Genau, schön. Sebi ist in der Videobeschreibung verlinkt, hat auch mit aufgenommen. Schaut gerne vorbei. Dann wünsche ich euch allen noch eine wunderschöne Stunde Sonntag und sehen uns am Mittwoch zu einer weiteren Folge hier auf DGM Radio. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. 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 No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star.